Hallo und herzlich willkommen zu Typisch Deutsch. Manche Reime unseres Studiogastes kennt in Deutschland jeder. Herzlich willkommen, Smudo. Moin. Moin. Seit über 20 Jahren gehört der Rapper zu den erfolgreichsten deutschen Musikern. Er hat mit den Fantastischen Vier den Sprechgesang bei uns populär gemacht. Mit Smudo sprechen wir über Pop, Protest und Programmieren. Die ganze Welt kennt sie unter diesem Spitznamen Smudo. Ja. Wo kommt der her? Das ist ein Derivat meines Nachnamens, Schmidt. Schmitti, Schmidtchen, Schmutto hieß ich in der Schule. In der Pubertät mein vernachlässigtes Äußeres führte zum Beinamen Schmuddel. Aus dem dann wieder, als alles wieder besser wurde, Schmudo, Schmudo, Smudo. Und ich hieß also schon, heißt schon sehr lange so. Es ist nicht ein spezieller Musikname. Kann man damit leben? Ja, ich komme jetzt auch langsam in ein Alter, wo ich sage, was für ein albener Name. Aber es gibt Leute, die sind noch älter als ich, haben noch behämmertere Namen. Zum Beispiel Bono von U2, wo man ja immer an ein Äffchen denken würde vielleicht. Und Campino nach einem Lutschbonbon. Ja. Von daher stehe ich da in einer guten Reihe. Sie sind mit der deutschen Variante des Rap groß geworden. Haben Sie damals in Stuttgart sich bei den stationierten Soldaten so ein bisschen abgeguckt? Würden Sie sich als typisch deutschen Musiker bezeichnen? Ja, ich glaube schon. Also tatsächlich ist es so, dass wir auf Rapmusik mit deutschen Texten kamen durch das nahe Umfeld der amerikanischen GIs in Stuttgart, was ja amerikanische Besatzungszone war, die in Diskotheken Rapmusik aus den USA gehört hatten. Sachen, die wir gar nicht hatten, die wir nicht kaufen konnten, die wir in Plattenläden teuer importieren mussten. Und mit näherer Beschäftigung an den Text natürlich gefiel auch das Urbane, das Straßenmäßige und die Beats, auch wie die Musik produziert wurde mit Rhythmusmaschinen und Plattenkratzen. Da wurde gekratzt und nicht die Platte sauber auflegt. Da wurde geflucht und nicht gesungen. Und wir wollten aber sehr schnell einen eigenen Entwurf machen, weil mit der Beschäftigung mit den englischen Texten haben wir dann doch auch gemerkt, dass wir eigentlich auch inhaltlich was anderes zu erzählen haben. Wenn wir ernst genommen werden wollen mit dem, was wir zu erzählen haben, dann muss es in der eigenen Sprache sein. Ist Deutsch gut zum Rappen? Absolut. Es ist ja nicht in der Bibel oder sonst irgendeinem Katechismus, dass man eine ganz bestimmte Sprache haben muss, damit sie gut klingt. Aber tatsächlich hatten wir mit dem Vorurteil viel zu tun am Anfang der 90er Jahre. Geht es denn mit deutscher Musik, mit deutschen Texten, kann man es überhaupt rappen? Aber selbstverständlich kann man das. Der US-Rapper ist ja eher so ein bisschen schmutzig. Der flucht und der macht auch böse Sachen. Ihr seid relativ artig, oder? Ja, also ich würde den US-Rapper nicht so reduzieren. Es gibt, der US-Rap ist sehr, sehr vielfältig. Natürlich findet die dramatischen Höhepunkte finden sich im Gewaltrap. Aber es gibt auch sehr viele, sehr interessante, auch äußerst hochtrabende, fast schon spießige oder auch intellektuelle Lyrik unter den Rappern. Gibt es alles Mögliche. Und es ist genauso vielfältig, wie es dort ist, ist es auch hier. Auch hier. Es ist, Musik ist wie jede andere Kunst ein Abbild der Gesellschaft. Dementsprechend finden wir alles da drin. Was ein traumhaftes Leben. Bisschen rumhopsen, ein bisschen Musik machen, ein bisschen Autorennen fahren, genau. Ein bisschen fliegen. Das sieht so geradlinig aus. Das ist natürlich eine Zusammenfassung von 20 Jahren Musik machen. Ich koche ja auch ganz gerne oder spiele auch mal Schach. Ne? Wenn das dann da ist, oder ich kratze mir, keine Ahnung, mache auf. Jogge auch. Ich mache viele Sachen. Viele Leute machen viele Sachen. Aber gab es Rückschläge? Gab es Enttäuschungen? Also das ist ein ständiges Auf und Ab. Und es ist ja auch nicht so, dass die Musik und die Ideen, die wir haben, die ja die Grundlage für unsere Karriere oder unsere Schaffen sind, dass die einfach vom Himmel fallen. Das ist ja eigentlich die harte Arbeit. Die sieht man ja solchen Aufnahmen nicht. Man sieht ja auch, wenn Musik gemacht wird, wenn dargestellt wird im Fernsehen, dass wie Musik gemacht wird, sieht man auch eher jemand mal an einem Flügel steht oder an einem Mikrofon. Aber auch das ist ja schon bereits die Auswertung. Wie jemand am Eichentisch im Absinthrausch sitzt mit dem Federkiel, sein Herz in die Zeilen gießt. So entstehen eure Lieder. Ja, dann ist das eigentlich das, was das ist eigentlich das Schwierigste von allem. Und alles andere im Übrigen, auch dass die Fliegerei so popstermäßig ist, das ist ja gar nicht richtig. Das ist leider auch ein merkwürdiges Image, weil ein kleines Flugzeug ist ein sehr nützliches Reisemittel für Leute mit hohem Transportbedürfnis. Und dazu muss man kein Popstar sein. Was wäre Smudo geworden, wenn er jetzt nicht als Hip-Hopper Karriere gemacht hätte? Ja, das wahrscheinlich wäre ich auf schlechtem Heroin früh zugrunde gegangen, weil meine Wirtschaftsinformatiker-Ausbildung, die ich angestrebt hätte, dann im Zuge der Internetrevolution und sowas eine ganz andere Bahn eingenommen hätte, als der Lehrstoff, den man mir an der Akademie für Datenverarbeitung in Böblingen geben wollte. Nee, überhaupt nicht. Ich wäre glücklos und dann, naja, so. Viele Musiker haben das Problem, wie kann man eigentlich in Würde alt werden? Kann man das als Hip-Hopper? Oder muss man das irgendwann mal dran geben? Die große Frage des Älterwerdens in der Popwelt, in der man quasi per se ein Berufsjugendlicher ist, ist eine sehr große Herausforderung für uns. Wir sind mit 42 an einem Punkt, wo wir tatsächlich uns schon über 20 Jahre lang sehr gut haben halten können. Und wir stellen uns bei jeder Platte und bei allen unseren Projekten die Frage, inwiefern
passt das oder ist das integrierbar? Eine Herausforderung wäre es, diese Musik tatsächlich auch ins Alter zu tragen. Seniorenrap. Ja, es gibt, komischerweise gibt es in der journalistischen Auffassung von Popalter das Wort dazwischen gar nicht. Da gibt es nur die jugendlichen Witzbolde oder Senioren- oder Operrap. Das dazwischen erwachsene Musik gibt es gar nicht. Aber das machen wir. Und ich weiß auch nicht, ob wir es mit 15 machen oder nicht. Wir werden es sehen, wie sich es eben anfühlt. Worauf ich keine Lust hätte, wäre eine Kopie von uns selbst zu sein und dann in so einer Routineschleife zu sein. Dazu sind wir viel zu neu geil als Menschen. CD-Verkäufe funktionieren nicht mehr so richtig. Ihr habt neulich das erste 3D-Konzert in Halle gegeben. Nicht mehr CD, sondern 3D. 3D, das wurde in viele Kinosäle in Deutschland übertragen. Mhm. Ist das jetzt so ein neuer Weg? Also es ist noch kein Geschäftsmodell, aber was auf jeden Fall richtig ist, der Tonträger durch Digitalisierung ist kein Wertschöpfungsmodell mehr. Ich gehe davon aus, dass der Tonträger in Zukunft nur noch das Werbemittel sein wird für einen Künstler. Aber das Live-Erlebnis ist etwas, was ganz Besonderes ist. Und das Interessante an dieser 3D-Ausstrahlung war, dass es live in knapp 100 Kinosäle in Deutschland, Österreich, Schweiz, Luxemburg und Belgien übertragen wurde. Und da standen junge Leute und haben euch beim Live-Konzert gefeiert. Genau, die einen haben gefeiert, in anderen Kinos haben sie vielleicht eher da gesessen und Popcorn gegessen. Ich habe E-Mails und SMS aus aller Herren Länder bekommen über die verschiedensten Aggregatzustände vor der Kinoleinwand. Mhm. Aber ich glaube, dass in Zukunft, weil durch dieses 3D, nicht so sehr, dass es jetzt speziell 3D ist, aber dass man hat das Gefühl, unterschwellig reeller da zu sein durch das hochauflösende 3D-Bild. Und man hat einen viel näheren Blick auf die Band. Man sitzt eben nicht im Publikum, man ist mit auf der Bühne, guckt über die Schulter, sieht ins Publikum und sieht, was da los ist. Und bis vor ein paar Tagen vor diesem Konzert hätte ich es nicht gedacht, aber heute kann ich mir vorstellen, zu irgendeiner x-beliebigen Band mal in die 3D-Live-Übertragung zu gehen, weil das war schon ein besonderes Erlebnis. Aber es ist jetzt noch viel zu teuer, als dass es ein Geschäftsmodell wäre. Also die ganze Technik ist noch neu. Und ja, aber in den nächsten 10 Jahren bin ich mir ziemlich sicher, dass das ein ganz für internationale Bands vor allem ein ganz wichtiges Distribution-Tool sein wird. Revolution in Stuttgart, hätten Sie das erwartet? Also das Projekt ist ja sehr streitbar, es ist schon sehr alt. Es ist auch so alt wie wir. Also als wir angefangen hatten in den 90ern, war das schon ein großes Thema und war immer sehr, sehr umstritten. Ich finde es schon erstaunlich, dass es eine solch starke Protestwelle gibt. Aber ich denke, es gibt sicher gute Gründe. Richten die sich nur gegen so einen Bahnhof oder ist da auch was anderes, was mitschwingt? Woher soll ich das wissen? Gefühlt, ich bin an diesem Protest nicht beteiligt. Ich bin mir, also eine Protestkultur ist einfach auch eine kulturelle Betätigung. Ich bin mir ziemlich sicher, dass auch andere Gründe mitspielen, einfach auch mitmachen und so weiter. Gerade einfach auch selbst, mal gegen Politik. Überhaupt gegen das Establishment zu sein, ist ja auch eine Haltung, die man zwischen 20 und 30 quasi von Geburt an mit sich trägt. Und das spielt sicher mit auch eine Rolle. Aber es ist schon gewaltig. Gerade also Stuttgart ist gerade nicht so rebellionsmäßig drauf. Aber schon interessant, pünktlich um Montag geht es. Ich bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ich beobachte es mit Ambivalenz und Interesse. Würden Sie noch in Stuttgart wohnen? Wären Sie mit dabei? Würden Sie ein Soli-Konzert gegen den Bahnhof geben? Das ist wirklich sehr schwierig, weil wir natürlich als einzelne Mitglieder der Band wirklich auch politische Menschen sind. Aber als Band sind wir keine politische Band. Es gibt wirklich schon ganz, ganz, ganz selten Dinge, wo wir uns engagieren. Und das ist ein so heißes Eisen. Ich glaube nicht, dass man eine gute Sache wäre, sich als Band da zu positionieren. Man muss sich auf der einen Seite bestimmt dem Vorwurf aussetzen, naja, klar, auch ein bisschen mit dagegen sein. So Establishment, Imagepolitik auf der anderen Seite. Ich finde auch nicht, dass ein Konzert mit uns oder so etwas der ernsten Diskussion da was Gutes tun würde. Ich würde sagen, das machen die echten Protestierer sehr gut. Und man kann immer noch sehen, ob man den Fanta noch aus dem Hut zaubern sollte dazu oder nicht. Bei welchen politischen Themen ist es Konsens in der Band? Da sind wir dagegen, da geben wir auch mal ein Konzert, das unterstützen wir. Also wir haben einmal in Stuttgart, da haben noch alle dort gelebt, das ist auch noch wirklich was anderes. Ich lebe seit 15 Jahren nicht mehr in Stuttgart. Da haben wir mal für den grünen Politiker Rezzo Schlauch, der Bürgermeisterwahlkampf unterstützt mit einem Konzert. Was insofern interessant ist, 350 oder waren es 3500 Jahre CDU in Stuttgart, das war schon sehr interessant. Aber es war so, dass wir da eine direkte Verbindung hatten. Rezzo hatte für die kulturelle und die Künstlerszene in Stuttgart, war ja immer anzufassen. Er war immer da bei den Konzerten, in den Läden, wo man sich getroffen hat. Er war richtig auf der Straße. Und alle kannten ihn persönlich. Und das war eine ganz klare persönliche Sache. Weniger sogar Politik. Das hier ist sehr politisch. Ja, juckt's da den geschwindigkeitssüchtigen Smudo, so ein Elektroautomat zu fahren? Ich bin ja Motorsport-Fan und und wir arbeiten, also ich mache seit 10 Jahren Motorsport und wir arbeiten auch mit alternativen Treibstoffen, überwiegend Biodiesel,
Aber alle möglichen Sachen sind da im Gespräch und auch Strom, absolut, sehr interessant. Aber Biodiesel, da habe ich ein kleines Problem damit. Also wenn man jetzt die ganzen Felder, die ganzen Anbauflächen zur Strom, also zur Benzingewinnung. Ja, aber da quatschst du natürlich ein Lieblingsargument der Petroindustrie nach. Tatsächlich, ich als Knecht der Petroindustrie. Okay. Nee, also man sieht, dass die Imagearbeit ja sehr gut ist. Aber das ist dieses Problem gäbe es wirklich nur ein gibt es eigentlich nicht. Kannst zum Beispiel mit Algen, gibt es einen sehr effizienten Biokraftstoff, der keine Landflächen Algen verbraucht. Ja, mit Algen beispielsweise. Ich glaube, irgendein Turbinenhersteller hat erst kürzlich ein Flugzeug mit Algen. Und Diamond Aircraft in Österreich stellen Flugzeuge her, sind erst mit Algen, Biosprit, mit 100% reinem Pflanzenöl geflogen. Also, und man muss es sich mal so vorstellen, man muss es anders sagen. Daimler und Diesel würden sich im Grabe umdrehen, wenn sie erführen, dass wir nach über 100 Jahren immer noch mit ihren alten Technologien fahren. Die müssen noch mit Lichtenergie fahren in den 2000er Jahren. Und da kann man, finde ich, nicht erwarten, als gemeiner Konsument mit Anspruchsdenken, das ist ja nicht ganz okay, weil auch fossiler Treibstoff ist nicht okay. Die Länder, aus denen er gefördert wird, sind korrupt, politisch erpressbar. Der Anbau sozusagen ist giftig und da hat es bisher kein Glück, dass Kriege gemacht werden deswegen. Aber wegen Biodiesel fangen die Leute an, mir was von Landbauflächen zu erzählen. Finde ich sehr veranscheinlich. Aber also, Entschuldigung, als Rennfahrer man muss der Technologie schon Zeit geben. Hm. Auch Strom fällt ja nicht vom Himmel. Man darf auch, es stimmt, Rennfahren dient dem Vergnügen. Der Transport im Allgemeinen, darf man sich nichts vormachen, der Transport von Menschen geht auf Kosten der Natur in jeder Hinsicht. Man kann jetzt natürlich sagen, wer alle zur Arbeit fährt, die vielen tausend Menschen, das belastet die Umwelt mehr, als das einmal am Wochenende rumgefahren. Tatsache ist aber, dass im Motorsport der Strom deshalb so interessant ist, weil ein Reinschlussmotor quasi, je niedriger die Drehzahl ist, desto mehr Newtonmeter hat er. Das bedeutet, der zieht jedes Benzinauto oder jedes sonstige Auto, zieht er im Antritt ab. In die ganzen Dreckster-Rennen werden alle von Stromautos gewonnen, als Beispiel. Also Strom ist da sehr interessant. Sie haben noch ein zweites stromintensives Hobby, Computerspielen. Das kostet doch keinen Strom, das kostet Zeit vor allem. Wie viel? Sitzt Smudo jeden Tag am Rechner und daddelt so vor sich hin? Ja, hier und da alleine vor sich hin. Ja, aber mal so eine kleine Pause als Entspannung. Doch. Ich bin ein leidenschaftlicher Videospieler. Schon immer gewesen. Meine Liebe zu Computern und zur Computerei hätte mich ja, wie gesagt, schon beinahe in die Informatikkarriere geführt. Aber hat ja auch in weiterem Sinne auch mit unserer Band zu tun. Die ersten Rhythmuscomputer und die Software dazu haben Andi und ich, als wir uns als Band formierten, alles selbst geschrieben und selbst programmiert. Mhm. Das ist eine nützliche Fähigkeit. Wobei Coden, das mache ich schon lange nicht mehr. Früher sollen Sie selber mal Spiele entworfen haben. Machen Sie es immer noch? Nee. Nur noch Konsument jetzt? Genau. Ich habe gar nicht mehr die Fähigkeit. Das ist halt gar kein Vergleich, wie das früher war, wenn man Programme erstellt hat. Damals war das eine One-Man-Show. Nur ich, mein Computer, die Kiste Sprite und die Kartoffelchips. Und dann erfinde ich eine Welt. Alles vom, wie der Zeichensatz aussieht, wie die Schrift aussieht. Alles wurde von einer Person gemacht. Heute das war so in der Pac-Man-Ära? Genau. Und heute ist es eine große Produktion. Eine Entwicklung eines Spiels kostet heute mindestens 8 Millionen Euro. Und es wird weltweit verkauft. Ein Riesenteam von Menschen hängt daran. Nicht nur Leute, die Codes schreiben, alles Design, Schreiber und so weiter. Es ist eine Riesenbranche. Und tauchen Sie da so richtig rein in so ein Spiel? Ich finde es es ist für mich eine Kunstform, ganz klar. Es bildet die Gesellschaft auch ab. Es gibt sehr, sehr viel Produkte. Es gibt nur sehr wenige wirklich ganz große Sachen, die das Zeug zum Klassiker haben und ganz viele angepasste Sachen an den Markt, so wie es auch in der Musik und in der Kunst ist. Und so bewerte ich und konsumiere ich die Sachen auch. In Deutschland gibt es ja diese Debatte, Computerspiele verderben unsere Kinder. Früher waren es die Comics, jetzt sind es die Computerspiele. Amokläufe, Computerspiele sind schuld. Kinder sind schlecht in der Schule, Computerspiele sind schuld. Das ist die einfache Gleichung konservativer Politiker, die sagen, Sachen, die vor allem gerne immer dazu neigen, auch in der Vergangenheit dazu neigen, Dinge, die einem irgendwie unbekannt oder fremd sind, meinen älteren Wählern, die nehme ich und stigmatisiere sie, mache daraus schlechte Sachen. Das ist natürlich vollkommener Quatsch. Es gibt wissenschaftlich überhaupt keine Verbindung dazu. Es ist richtig, dass in Spielen Gewalt ist, aber wie gesagt, in der Gesellschaft ist Gewalt, deshalb finden wir sie auch in der Musik, in Gangsterrap, wir finden sie eben auch in Spielen, wir finden sie in den Medien überall. Eine Debatte über Gewalt in Medien finde ich vollkommen richtig. Wie lange dürfen Smudos Kinder am Computer sitzen? Naja, die sind noch nicht in dem Alter. Meine ältere Tochter ist 3 und die hat manchmal das iPhone in der Hand und spielt darauf ein Puzzlespiel oder so. Mhm. Und man muss auch fair bleiben. Der überwiegende Anteil, 95% aller Spiele sind keine Gewaltspiele, sondern es ist ein Spielzeug. Und der Mensch spielt, es liegt in der Natur. Und weil es in der Natur des Menschen liegt, ist das auch so eine Riesenindustrie.
Wir sind leider schon wieder am Ende. Zum Schluss das typisch deutsche Spiel. Zwei Begriffe zur Auswahl. Sie entscheiden sich blitzschnell für einen davon oder einen dritten. Stuttgart oder Hamburg? Hamburg. Elektro oder Biodiesel? Elektro. Tacho oder Höhenmesser? Höhenmesser. Lenkrad oder Joystick zum Spielen? Lenkrad. World of Warcraft oder Tetris? Tetris. Der Klassiker, ja. Es sind beide sehr große Spiele, aber Tetris ist unfassbar einfach und so fest. Und einfach, das ist unser Ding. Das war es auch schon wieder mit Typisch Deutsch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Smudo. Wir haben gesprochen über Rapper, Raser und Rebellierer. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Wäre schön, wenn Sie nächste Woche wieder dabei sind. Vielen Dank und bis dahin.